Hallo Freunde der Schnetzelkunst und herzlich willkommen im achten Part zu meiner Let's Play von Dead Rising 3. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zum Flugzeug. Jetzt machen wir erstmal wieder ein bisschen Hauptmission und dann kümmern wir uns um Dingens. Um den Bahnhof halt. Mal gucken, mal der Motorradwalze da hinten noch steht. Apropos Motorradwalze, ich möchte mal ganz kurz in den Gunshop eben rein. Steht Obmann hier. Alter, das Ding hat einen Wendekreis, das ist der Wahnsinn, ey. Alter, wie gesagt, erstmal in den Gunshop rein. Der ist da hinten. Weg hier! Ich mag euch alle nicht. Wer mag euch Freaks schon? Ich. Taktische Stiefel. Nice. Alter. Gunshop war immer das Geilste in der Dead Rising Teil. Taktische Weste. Ich bin mir nicht so sicher. Wo ist der Helm? Der war hier genau. Aber ich weiß nicht, wo die Hose ist. Die habe ich bisher noch nicht gefunden. Die war zumindest nicht hier irgendwo. Guck mal, hier wäre auch das Dingens gewesen. Meat Cleaver und Dingens. Mach schon mal eine Mini-Motorsäge. Genau so, nicht anders. Perfekt. Brauche ich mal eine Motorradwalze noch da? Heil, ja. Alter, ich kann nicht wieder. Warte, da kann ich nicht widerstehen. Warte. Da kann ich nicht widerstehen. Ich muss die Tankstelle in die Luft jagen. Da konnte ich nicht widerstehen. Ich glaube, ich möchte mal wieder ein bisschen auf Schusswaffen jetzt mal gehen. Ja, da links ist noch mehr. Oh, ich kann jetzt hier weiterfahren, geil. Das war easy. Oh, ein Feuer wegladen. No smoking. Ja, so passiert nämlich das. Fahr um die Ecke, Mann. Perfekt eingeparkt. So, ich bin voll niedergemetzelt, ey. Ich muss mal gucken, dass ich nächstes Mal in die Polizeirevier reingehe, wenn ich das finde, weil ich möchte gerne die Hosen haben. Ist klar. Hallo, Rhonda, ich bin da. Hilfe. Ein Fehlschlag. Sie braucht mich. Ich habe die Jungs enttäuscht.
Desertiert, Mann! Yeah! Weißt du, was die mit Verrätern machen? Nein, Mann. Was? Oh, Mann! Halt's Maul! Er ist ein alter Freund, wir waren zusammen im Kinderheim. Das ist schräg. Ihr habt fast dasselbe Tattoo. Ja. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Wir hatten es schon immer. Man muss es reparieren. Vielleicht fehlen ein paar Teile. Ich seh's mir an. Zum Teufel, wo finden wir Benzin? Tja, eigentlich... Gibt's eine Spur? Vielleicht. Ja, da war so ein Kerl. Er sucht nach Annie, glaube ich. Er gibt mir Benzin, wenn ich sie ihm bringe. Ha! Das ist doch toll! Eine Win-Win-Situation. Außerdem hat es diese Kleine echt nicht anders verdient. Ja, aber... Hör zu. Sie haben ein paar Verstecke. In der ganzen Stadt. Ein großes davon soll wohl in Sunset Hills sein. Achte auf dieses Graffiti. Das zeigt, die Gegend stimmt. Ein Zeichen, dass das eine sichere Zone ist. Such einfach weiter. So findest du sie bestimmt. Das kommt mir echt wie ein mieses Ding vor. Ich weiß, sie ist echt süß und so. Aber unsere Ärsche zu retten ist wichtiger, als sie flach zu legen. Natürlich, das ist das erste, was er denkt, weißt du? Typisch Mann, ey. Alle denken alle mit ihren Typen unten. Guck mal, was wollt ihr mir denn sagen? Worauf wartest du, Schatz? Beweg dich endlich! Ich hab dir gesagt, wo sie ist. Such nach dem Graffiti. So markieren sie ihre Verstecke. Süßer, gleich geht eine Bombe hoch. Beeil dich doch! Na, hallo? Ich weiß, du willst es nicht tun, Schatz. Aber wir haben keine Wahl. Finde sie. Worauf wartest du, Schatz? Okay. Beweg dich endlich. Oh, ich kann mal mit Dick reden. Das ist ja der Typ, den man in mehr spielt. Wenn man das Spiel im Koop-Modus spielt, dann spielt man ja den Dick. Ich hätte niemals in Los Perdidos anhalten dürfen. Aber ich musste pinkeln. Scheiße, ich hätte einfach weiterfahren sollen. Ich musste pinkeln. Tja, hast du davon. Das Mädchen gefunden? Sie war eh nicht dein Typ, Nick. Vielleicht eher so mein Typ. Ich hätte niemals in Lost Perdidos. Kriegst dir gleich eine Kugel in den Kopf, ey. Aber ich musste pinkeln. Scheiße, ich hätte einfach weiterfahren sollen. Man kriegt gleich eine Kugel in den Kopf, Junge. Wenn du nicht aufhörst, über so schlecht über Annie zu reden. Polizei. Oh! Nee, ah nee, das ist okay, das ist die SWAT-Hose, okay. Was sagen? Hä? Da wäre aber jetzt mit Zufall. Was wäre ein Zufall wär denn jetzt gewesen, ey? Nick, Camperunfall auf der Los Perdidos Bridge. Ich sehe einen Überlebenden. Sieh mal nach. Fantastic! Steak, Skater-Sticker. Ja. Oh, Hank, Hank auf Meat und Dynamite. Das kenne ich noch aus den anderen Teilen. Das hat eine Wahnsinns Sprengkraft, das Ding, ey. Ja. Was ist das denn da? Tennis-Outfit? Yo! Geil. Nehmen wir ein Tennis-Outfit mal. Hallo. Und zu futtern. Oh, was ist das denn da? Hm. Ich mag zwar Lederjacken, aber nicht die. Alles klar, dann gehen wir erst nach dem zum Bahnhof hin. Die streckt auf dem Weg. Genau. Sag ihr, es ist ein Date. Na, was wollen wir denn machen? Ein paar Zombies klatschen gehen oder was wollen wir machen? Picknick unterm Dach, das von Zombies umzingelt wird. Echt, ey. Okay. Ich glaube, der Typ hat ein paar Probleme. Fantastic! Limitierte Aufgabe. Auflage. Hey, 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 wieso gehst du so hart mit dir ins Gericht? Es ist hoffnungslos. Ich wollte doch nur einmal was Gutes tun. Aber ich konnte nicht. Und jetzt
Jetzt sind alle tot. Diese Zombies sind wirklich zäh. Du hast bestimmt dein Bestes gegeben. Ich bin nutzlos. In meinem Kopf vollbringe ich das Unmögliche. Aber im wahren Leben bin ich eine Niete. Sprich mit Kenny. Man kann die Zombies besiegen. Man kann ihnen entkommen und sie sogar töten. Wie das? Das ist Zombies. Ganz ruhig, Kumpel. Beruhig dich und ich zeig dir ein paar Tricks, wie du Zombies töten kannst. Man kann die Zombies besiegen, ja klar. Dann zeig mal, wie du die Biester ohne Waffe erledigst, Schlaumeier. Man kann die Zombies besiegen, ja klar. Dann zeig mal, wie du die Biester ohne Waffe erledigst, Schlaumeier. Hey, Kumpel. Ein Typ in der Star Villa in Sunset. Sieht aus, als ob er dringend irgendetwas braucht. Wie viele Millionen kriege ich denn hier noch, ey? Darf ich erstmal welche auf. Darf ich erstmal welche machen? Da war noch mehr als nur einer. Wow! Alter! Ja, das war jetzt, didn't expect that. Ach, ich möchte mal mit der rechten Maustaste hin und her wiggeln immer, ey. Also hat man sich aus dem Grip in Dead Rising 2 mal befreit. Oh Mann! Hank auf Miet, Junge. Aber geil, immer haben, das hat man den Zombies früher mal in den Mund gesteckt immer. Alter, komm, wir laufen die da hin, ey. Dann wird er Freibier. Alter! Junge, 72 Kombo. So, siehst du? Wie ich gesagt habe, wie heißt du? Ich bin Nick. Das war der Hammer! Ich kämpfe aber nur im Rollenspielen gut. Kenny, mein Name. Man kann nicht nur mit den Händen kämpfen. Mit einer Waffe geht's besser. Oder du kombinierst gleich mehrere. Wirklich? Zeig's mir! Ist klar, gut, dass da Dingens liegt. Gut, dass da ein Dingens liegt. Ne? Ein Kantholz und ein Rohr. Guck, lass guck, Kenny. Ja, Heavy Metal. So, mein Freund, wirst du mit den Untoten locker fertig. Wow, Alter, du bist der Ich töte Zombies zum Frühstück und anschließend noch ein paar zum Mittagessen, Superheld. Ich will nur nicht draufgehen, das ist alles. Nicht so hart mit dir. Arbeite an den Moves, die ich dir gezeigt habe, dann schaffst du es schon. Ja, ich spüre es. Was für eine Superkraft. Ich, Kenny Durst, Beschützer der Unschuldigen, Schlechter der Untoten. Das Unrecht bekämpfen und niemals aufgeben. Ich werde genauso sein wie du. Danke für die Hilfe. Ich werde unzählige Leute retten. Okay. Level 16 erreicht. Nice. Kann ich mit dir noch reden oder wie sieht das aus? Naja, okay. Alles klar. Missionen. Was ist denn am nächsten dran? Auf die Brücke. Alles klar. Ja, meine Motorradwalze ist noch da. Nice. So, speichern wir mal eben. So. Ist klar. Och nö! Was hat denn jetzt? Au. Mist! Alter, ruckelt das gerade, mein Gott. Das liegt doch einfach an 60 FPS.
Oh, oh. Ich muss weg, ich muss weg. Oh, ich muss weg. Hä? Wo ist denn Jasmine? Jasmine? Ach, da hinten, okay. Ist die im Gebäude drin? Alter. Okay. Camper. Ich brauche ein neues Auto. Ich kann Gabelstapler fahren. Habe ich die Kombi schon? Nein, habe ich noch nicht. Na ganz ehrlich, ich glaube, ich fahre lieber mit den Van. Alter, haben die Fahrzeuge nämlich wie ein Wendekreis, der Wahnsinn. Auf jeden Fall tötet man auf jeden Fall viel schneller Zombies als in den anderen Teilen. Ich will das Motorrad haben, ich möchte abhauen. Motorrad ist schneller. Ach Mist, hä? Ach so, ich bin komplett falsch gefahren. Oh Gott, da kann ich ja komplett... Oh, geil. Schön durchs Land durch die Zombies durchfahren, ey. Boah, hat sogar funktioniert. Ich muss den ganzen Weg zurückfahren hier, ey. Warte mal, ist eine Werkstatt, ne? Genau, Kombi-Werkstatt, warte. Da könnte ich eigentlich noch Ding ins Fahrzeug nehmen, ne? Ey! Da geht halt die drauf. Alter, hab mich ver... Ja. Nein! Ach komm, das ist nicht wirklich jetzt ernsthaft jetzt, oder?
Ja, das ist natürlich jetzt echt dumm gelaufen. Na gut, dann muss ich halt den langen Weg wieder fahren. Ah! Ach, dann mach ich den Part halt ein bisschen. What the fuck? Mach ich den Part halt ein bisschen länger, ganz ehrlich. Der Typ ist auf der Brücke drauf, naja. Fahr los! Alter, mit dem normalen Auto zu fahren, ist ja voll scheiße, ey. Das war in Dead Rising 1-2 und auf der Record viel, viel einfacher. Das ist immer so zur Seite geflogen. Ich habe auf jeden Fall mal gesagt, dass meine Vermutung sich bestätigt hat. Dass der Teil ist auf jeden Fall viel, viel zu einfach. Du hast ja nicht mehr diesen Angst, ich schaff das gar nicht. Oder du schaffst nicht alles auf einmal. Du stirbst von jedem Psychopathen und alles Möglichen. Das Gefühl habe ich hier gar nicht. Hast du was zu trinken? Ich hab nicht was essen. Motorschaden? Ja. Ich wollte schon seit Jahren mal mit meinem Baby durchs Land fahren. Als es dann losging, wumms, in den Straßen wimmelt es vor diesen toten Biestern. Schlimmer als die Illegalen. Ich bin Mechaniker. Ich kann da sicher helfen. Was du nicht sagst. Ich brauche nur Propangas und etwas Acetylen. Dann schnurrt mein Baby wie Cousine Daisy. Das ist aber eine sehr gefährliche Kombination, oder? War ja klar. Erst sagt er, er will helfen, dann meckert er rum. Komm schon, leg los. Dieses Baby hier braucht Propan und Acetylen. Lass uns nicht zu lang warten. Dieses Suchen, ne? Aber egal, der Propan, hier ist ein Propangastank. Oh, Acetylen. Das war jetzt natürlich das Glück. Nein. Acetylen. Juhu! Gute Arbeit, Junge. Lehne dich aber bloß nicht zurück. Wir brauchen noch das Acetylen. Wo krieg ich das denn jetzt her? Acetylen. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ist das dieses orangene Spielmittelzeug? Ah ne, was ist das hier? Das ist ja, okay, dann ist okay. Aber ganz ehrlich, dieses Suchen und Finden, das ist echt irgendwie langweilig. Okay, hier ist es. Aber wenn du das mischst, sieht dich Cousine Daisy vielleicht nie lebend wieder. Kommst du aus dem Ausland? Noch nie eine Monster-Truck-Show gesehen? Wenn ich die Flüssigkeiten hier mische, wird das Baby wieder laufen. Glaub mir, mit diesen hochentzündlichen Substanzen sollte man keinen Verbrennungsmotor antreiben. Halt die Klappe! Ich habe mehr Erfahrung in solchen Sachen, als du staatliche Zuwendungen abgegriffen hast. Wow, okay, alles klar, ich will nur helfen, Mann. Das hoffe ich doch, Bursche. Mein Baby braucht Feuer unterm Hintern. Sieh zu, dass du mir das Zeug besorgst. Wenn ein Benzinkanister? Ach, das auch noch. Ist das hier ein Benzinkanister? Das ist ein Motorradmotor. Den brauche ich bestimmt auch noch. Benzinkanister. Ich gehe davon aus, das ist das rote Zeug dann, ne? Schade, ist nix.
Benzinkanister. Ich will mal sagen, das ist dieses rote Zeug, ne? Ja klar, würde ich mal sagen. Boah! Alter, mega leck. Benzinkanister. Vor allem Benzinkanister. Man kann bestimmt alles hier bestimmt überall finden, ne? Palmgas. Ach, guck mal. Kann ich hier... Dann sieht die Cousine Daisy aber nie wieder. Guck mal, ob ich da irgendwas für kriege. Oh ja. Ja gut, alles klar. Wahrscheinlich, oh, da hinten ist ein Motorrad. Wahrscheinlich ist da bestimmt irgendwo ein Benzinkanister. Aber ich wüsste nicht wo. Ich sehe einen. So. Ey! Ja, ich bin Benzinkanister, Junge. Vermutlich bereuen, aber hier ist dein Benzin. Ja, jetzt geht es auf die Piste, Baby. So ist es gut. Schluck es. Alter, Alter. Oh, oh, da stimmt was nicht. Was habe ich gesagt? Eine blöde Idee. Du nennst mich blöd? Du hast keine Ahnung. Das ist nur ein bisschen Herzflimmern, stimmt's, Baby? Los, Mann, komm. War das so gewollt? Hätte man den retten können? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hätte ich den retten können? Ich hab keine Ahnung. Was tue ich mir denn jetzt? Ich könnte mir noch einen Inventarslot noch holen. Einen Lebenspunkt. Spezialmove. Nahkampfrüstung. Kriege ich vielleicht Nahkampf. Weniger Nahkampfschaden. Haltbarkeit. Na komm, holen wir noch einen Inventarplatz. Alles klar. Alles okay. Dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid im nächsten Mal auch wieder dabei zu meinem Let's Play von Dead Rising 3. Tschö.